Hey Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute wieder für euch eine Quick Review, so wie ich das mit der Saint-Tropez Selbstbräunermaske schon gemacht habe. Stelle ich euch in diesen Videos ganz kurz ein krasses, komisches, skurriles, whatever Produkt vor. Und es geht nur um dieses Produkt und es wird hell. Wundert euch nicht, wenn ich irgendwie komisch rede. Irgendwie wächst mein weißer Zahn. Und deswegen ist meine Zunge auch irgendwie so ein bisschen wund und ich habe gerade das Gefühl, ich habe keine Kontrolle über meine Zunge. Die macht irgendwie nicht so richtig so bleh. Und wie ihr vielleicht schon im Titel gelesen habt, geht es heute um das Thema magnetische Wimpern. Ich habe kürzlich wirklich vermehrt Werbung auf Instagram für diese magnetischen Wimpern bekommen. Dann habe ich mir das gute Stück einfach bestellt und ich werde euch ein bisschen was zum Bestellprozess sagen und dann kommen wir auch schon zum Live-Test. Und mein Fazit natürlich und ich werde euch das gute Stück einfach mal zeigen. Ich habe bei der Marke One Two Lashes bestellt. Das habe ich jetzt aus Amerika und das gab es irgendwie auch nicht anders zu kaufen. Also ich habe versucht, bei Amazon was zu finden, aber zu dem Zeitpunkt gab es das noch nicht. Aber ich werde mich einfach mal informieren und vielleicht gibt es ja das schon. Das hat insgesamt $69 gekostet. Obendrauf musste ich noch 13 Euro Zoll bezahlen. Also war es echt keine günstige Sache. Ich bin echt mal gespannt, wie es wirkt. Wenn es ankommt, sieht das so aus. Und wenn man das aufmacht, ist dann hier erstmal ein Kärtchen und dann sind hier die Wimpern drin. Ich habe mir jetzt die Accent Lashes bestellt, also nicht diese vollen Wimpern, sondern die, die man sich einfach nur an den Außenwinkel ranklebt oder hier natürlich, wie sagt man das, ranmagnetisiert. Und da bin ich echt mal gespannt. Ich hoffe, es funktioniert ganz gut. Die Wimpern haben jeweils so einen mini kleinen Magnetstreifen am Wimpernkranz und ich bin mal gespannt, ob man das sieht. Der Versand hat ungefähr 3 Wochen oder 4 Wochen gedauert, also es war gar nicht mal so schnell, aber wie gesagt, ich werde mich nochmal informieren und schauen, ob das irgendwie günstiger und schneller zu haben ist. Aber ich würde einfach mal sagen, wir testen das Ganze erstmal aus. Vielleicht wollt ihr das auch gar nicht haben und vielleicht will ich es ja auch gar nicht weiterempfehlen. Ihr könnt jetzt aber schon mal abstimmen, ob ihr glaubt, funktioniert das wirklich oder wird das scheiße aussehen. Einfach mal ehrliche Stimme abgeben und dann bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt auf das Ergebnis und natürlich auch, was ihr glaubt, wie das gleich aussehen wird. Ich hole mal einfach hier so ein linkes Auge raus und dazu das passende Unterteil hier. Mensch, da bekommt ihr vielleicht heute mal ein richtig kurzes Video von mir und nicht wie sonst immer so ein ewig langes Labervideo. Also, ich lese mir erstmal die Anleitung durch, ich bin mir gerade unsicher. Zuerst soll man die obere Hälfte auf die Wimpern legen. Das ist für unten, der hat so einen roten Punkt auf dem Magnetstreifen und der für oben, der hat keinen roten Punkt auf dem Magnetstreifen. Und wenn ich die Wimpern jetzt zusammenführe, soll ich nicht blinzeln. Und klipp das jetzt ran. Oh mein Gott, das ging jetzt schnell. Aber es sieht nicht so cool aus irgendwie. Ach, wie bekomme ich das wieder ab? Oh, jetzt habe ich mir eine Wimper abgerissen. Oh Mann, oh. Warte, ich versuche mal die Wimper ein bisschen zu biegen. Oh, ich habe den Magneten durchgebrochen. Oh shit. Okay, ich probiere es noch einmal. Und, sieht es natürlich aus? Vielleicht habe ich ja auf der anderen Seite ein bisschen mehr Glück. Bleib jetzt unten. Ich krieg das nicht hin. Okay, ich probiere es nochmal und zwar auf dem anderen Auge. Da war ich irgendwie besser. Ich muss es irgendwie schaffen, dass ich, wenn es zuklippt, dass der untere Teil auch ganz nah am Auge dran ist. Oh mein Gott, Leute, ich habe es geschafft. Es ist ganz, ganz nah am Wimpernkranz dran. Schaut. Und jetzt hier die Seite ist nicht so nah dran am Wimpernkranz. Und diese schon. Okay, ich probiere es auf der Seite noch einmal. Jetzt, ich weiß nicht, wie ich das zusammenschneiden werde, aber Leute, ich hatte schon 20 Versuche. Nein! Ich habe den Kleber kaputt, ich habe den Magneten kaputt gemacht, also das ging ja schnell. Try it again, try it again. Ich habe ja eigentlich noch ein anderes Paar hier drin, aber dafür, dass es $70 kostet, Alter, wie teuer. So sieht das Ergebnis aus. Diese Seite sieht deutlich besser aus als diese Seite. Auch wenn ich es endlich geschafft habe mit der Seite, dass es einigermaßen nah am Wimpernkranz ist. Aber ihr seht selber, dass es eigentlich nicht so geil aussieht. Eigentlich braucht es 2 Magneten. Eine am Ende und eine am Anfang. Weil in der Mitte reicht das nicht, weil sonst am Ende und am Anfang das sich so abhebt vom Auge, der Wimpernkranz. Und es sieht dann einfach nicht gut aus. Als Fazit kann ich auf jeden Fall sagen, klar, alles was so neu ist, braucht erstmal Übung. Ganz klar, ist auch gar nicht schlimm. Aber dass der Magnet erstens mir einmal abgebrochen ist, der zweite irgendwie komplett abgelöst wurde und sich verabschiedet hat und drittens der Preis so
extrem teuer ist. Und viertens, dass man das einfach sieht, dass sich Anfang und Ende einfach so abheben vom Auge, weil es nicht einfach richtig zusammenklebt. Und fünftens finde ich einfach, dass der Preis nicht gerechtfertigt ist. Ich finde, das hat alles irgendwie einen Wert von 3 Euro oder so. Ich meine, von Weitem sieht es ganz cool aus. Aber von nahen sieht man das auf jeden Fall sofort. Ich finde zwar die Idee mega cool, verbesserungswürdig wäre auf jeden Fall der Magnet. Der müsste noch schmaler und irgendwie noch stärker sein. Die Wimpern müssen am Anfang und am Ende irgendwie fixiert werden und nicht nur in der Mitte. Ich hoffe, ich finde noch irgendwie ein paar Alternativen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob es noch irgendwelche krassen, skurrilen Produkte gibt, die ich testen soll. Und ja, ich hoffe, es ist eigentlich mal ganz cool und angenehm, mal ein kürzeres Video zu haben, zur Abwechslung mal. Gebt mir auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr möchtet, dass ich so etwas öfter mache. Und dann schickt mir auch gerne die Sachen, die ich dann testen soll. Hier kommt ihr dann zu meinem letzten Video, und zwar teste ich Revlon-Produkte für euch und sage euch, was meine Tops und Flops sind. Und hier kommt ihr dann zu meinem vorletzten Video, und zwar teste ich Amazon-Dupes und ich bin von Weitem jetzt eigentlich cool aus. So vom Nahen.